Hallo und Grüße vom Parkplatz Schiederweier in Hinterstoder. Ich bin Flat dabei und heute wird es alpin. Und zwar geht es auf eine Mehrtagestour über das Tote Gebirge nach Bad Aussee. Und da nehme ich euch jetzt einfach mit. Nach wenigen Minuten muss man sich entscheiden, ob man die berühmte Ansicht des Schiederweiers mit den Brillen im Hintergrund sehen möchte. Die große Brill ist die höchste Erhebung im Toten Gebirge. Oder ob man sie direkt in Richtung des Brillschutzhauses auf den Weg macht. Es ist da dann nur momentan eine unspektakuläre Quarzstraße und man hat diese berühmte Ansicht halt nicht. Man kommt da relativ rasch von der Quarzstraße herunter und auf einem sehr schönen Waldweg. Da ist jetzt dann schon deutlich ruhiger. Der Schiederweier selber ist natürlich ein riesen Touristen noch nicht geworden, dadurch, dass er in der ORF-Serie 9 Grenzenbahnschätze aufgetaucht ist. Und das merkt man dann natürlich schon dann ziemlich. Am Anfang geht es dann noch hübsch eben dahin. Das geht so für 2-3 Kilometer da jetzt in diesen Taleinschnitt hinein. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo eine Materialseilbahn in Richtung Brillschutzhaus hinaufgeht und da wird der Weg dann deutlich steiler und da wird es dann ein bisschen mehr zum Schnaufen. Ich habe die Tour erst am Nachmittag begonnen, das heißt, wir haben jetzt doch schon noch 2:30 und demzufolge geht sich da jetzt natürlich nicht mehr allzu viel aus. Ich möchte aber doch schauen, dass ich eventuell noch deutlich über das Brillschutzhaus hinaus ansteige und dann einen schönen Platz zum Biwakieren finde. Aber falls die Bedingungen ungünstig sind, ist das auch kein Muss. Und dann wird man sehen, was sie ergibt. Da herunten sind schon hervorragende Einblicke hinein. Noch ein bisschen ins Stodertal und da halt Richtung Totes Gebirge. Dieser eindrucksvolle Berggestalt da vorne, die ein bisschen von den Bäumen noch verdeckt ist. Also nicht rechts von der Klinzer Schlucht, sondern links davon. Das ist die Spitzmauer. Da ist eine wahre Völkerwanderung im Gange. Diese Völker, die wandern nicht alle bis zum Brillschutzhaus, sondern nur da vorne, wo es eine Gaststätte mit entsprechendem Betrieb gibt. Und man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass kaum ein Talblick, nämlich vom Tal hinauf, so schön und spektakulär ist wie hier in Richtung vom großen Brill und in Richtung der Spitzmauer. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann hat es mit Forststraße und Flach schon ziemlich. Also da in dieser Schlucht herinnen, da beginnt dann der eigentliche steile Anstieg vorbei am kleinen und großen Ofen in Richtung des Brillschutzhauses. Und da, da wird es jetzt alpiner. Da ist schon deutlich mehr Steigung vorhanden. Hier tun sich scheinbar unüberwindliche Hindernisse auf, aber nicht wirklich, denn dann kann ich da jetzt auf diesem Bahnhof links hinaufgehen und da kommen wir jetzt auch zum ersten Mal so richtig in die Sonne zu dieser späten Tageszeit. Ja, ihr seht es hinter mir, wir haben schon etwas an Höhe gewonnen und haben da zum ersten Mal einen schönen Tiefblick und es ist jetzt ein bisschen ruhig. Aber vorhin war da eine wahre Völkerwanderung. Also sowas habe ich echt noch selten erlebt. Es ist so dermaßen viel los gewesen, dass ich kaum zum Filmen gekommen bin. Und das da ist jetzt direkt eine Wohltat. Ich habe von den entgegenkommenden Wanderern gehört, das Brillschutzhaus ist leider bis auf den letzten Platz voll. Auch das Notbiwak. Und von daher heißt das für mich, was ich eh eingeplant habe, nämlich bivakieren und noch ein bisschen weiter aufsteigen, als wie nur zum Brillschutzhaus. Da halten wir jetzt mal ein bisschen versicherte Stellen. Man sieht ein Kalkgebirge mit entsprechenden Grotten, Löchern, Höhlen. Also da hat man Möglichkeiten vor schlechtem Wetterschutz zu suchen. Und so eine Schutzhülle
befindet sich ja recht weit oben im Gebiet der Brautfallschacht. Dann schauen wir, ob wir da heute noch hinkommen. Hier bei der Gott sei Dank Bank ab hinter mir, da ist zeitlich eine kleine Trinkpause. Jetzt hat man einen relativ steilen Anstieg, der da vom Tagboden herauf beginnt, schon ziemlich überstanden. Noch doch gut, fast schon 2 Stunden Anstieg, kommt er zum ersten Mal. Die Bergstation Nummer 3 selber in Sicht und damit auch das Zwischenziel, nämlich das Brillschutzhaus. Das Brillschutzhaus, das lasse ich jetzt rechts liegen und mache wieder weiter auf den Aufstieg. Gott sei Dank inzwischen in der Sonne. Jetzt doch mit Filmen und durch die Verspätung von Zug und Bus ein bisschen länger gebraucht. Also ein Aufstieg etwa 1 Stunde 50. Und diese Zeit, die will noch einmal herausgeholt werden. Also von da aus schauen wir, dass wir da noch Meter machen. Da drüben die Sonne blinzelt noch durch die Glinserschlucht. Und da hinauf, wenn man da diesen Einschnitt sieht, es ist die Brautfallschatte. Und dahin würde man noch gern. Aber ganz genau schaut, da oben auf dem hohen Brill, ist dieses überdimensionale rote Gipfelkreuz auch bis hierhin gut zu erkennen. Jetzt war der Weg kurz richtig steil und mühsam. Das heißt, da ist man fast auf alle Vieren unterwegs. Und wenn man da hinunterschaut, dann sieht man, wie schön es da ist. Dann fragt man sich wirklich, für was man eigentlich da auch schaut. Außer, da hätten sich, wie schön es da unten wäre. Auch da drüben kommt ein Teil des toten Gebirges in Sicht. Das ist die Gegend am Swaschenegg. Da geht es hinüber in Richtung Bürnpass. Aber das werden wir auf dieser Tour nicht weiter erkunden. So, im letzten Abendlicht die Brautfallschacht erreicht auf 2043 Meter. Und jetzt wäre noch die Schutzhöhe sehr gefragt. Und da werden wir jetzt noch hinbegeben. Ja, guten Morgen von der Schutzhülle bei der Brautfallschacht. Da hinter mir seht ihr mein Nachtquartier. Da habe ich also die Nacht verbracht. Gestern nicht mehr recht viel gefilmt. Andererseits, weil das Licht schon sehr schlecht war im Aufstieg und ich mich doch ein bisschen beeilen musste, damit ich da noch einigermaßen bei Tageslicht durchkomme. Und andererseits war ich dann doch auch schon ziemlich, sogar mal konditionell gefordert. Und von daher habe ich mir gedacht, das hat dann auch wenig Sinn. Ich habe auch nicht wirklich Ausrüstung mit, um zum Beispiel in der Höhle dann bei Dunkelheit zu filmen. Also deswegen war von oben, von der Brautfallschacht, der Ausblick dann eigentlich auch das Letzte, was ich gemacht habe. Ja, warum geht man in die Berge und dort bivakieren? Ja, deswegen. Ne? Es ist absolut ruhig. Man hört nichts, keine Menschenseele. Bis auf ein paar Vögel, die da ein bisschen um fliegen. Da drüben sieht man ganz überdimensional das Gipfelkreuz von Großen Brill. Da unten, ja, Schneefelder, beziehungsweise vielleicht auch Reste eines kleinen Gletschers. Also wenn man da schaut, man sieht,
zumindest fließt dieses Schneefeld noch. Viel mehr trotzdem als ein Schneefeld ist das nicht. Und da unten, wo man da jetzt die Seilversicherung sieht, da bin ich auch hergekommen. Also das da, dieser Schutthaufen, weil so schlimm ist es gar nicht so bröselig, ist der Zustieg zur Brotfallscharte. Das ist jetzt für einen ambitionierten Wanderer immer noch kein Problem. Es ist aber doch so, also trittsicher und schwindelfrei sollte man da schon sein, sonst hat man wirklich ein Problem. Wenn man da hinüberschaut, in diese Felswand hinein, da sieht man, da ist ein zweites Mal eine Versicherung. Diese Versicherung geht da oben weiter. Ich bin gestern dann irrtümlich da oben drüber gegangen, anstatt dass ich da zu dieser Höhle gegangen bin. Diese Versicherung teilt sich nämlich da unten. Das heißt, also, das ist dasselbe Seil, das da durchgeht, das was man da im Vordergrund sieht. Das ist genau dieses Seil da noch einmal. Und das war halt für mich irreführend. Ich habe mehr oder weniger 2 Meter vor dieser Höhle umgedreht und habe geglaubt, ich bin jetzt falsch. Und habe dann im Abstieg von der Brotfallscharte gesehen, nein, da bin ich da richtig. Der untere Steig, der wirklich direkt zur Höhle führt, ist der deutlich angenehmere. Der obere, der ist jetzt, sage ich einmal, naja, man kann schon noch. Da würden dann die meisten überlegen, ob das Klettersteigseite nicht doch angebracht ist. Zumindest Leute, die nicht sonderlich erfahren sind. Wie habe ich diese Nacht angelegt? Naja, ich habe diese Tour grundsätzlich ultralight angelegt. Das heißt, ich habe nur minimale Ausrüstung dabei. Ich setze da das, was ich da anhabe, das ist ein Universalkleidungsstück. Das ist nämlich gleichzeitig auch ein recht gut wasserabweisender Schlafsack. Und der war eine hervorragende Ergänzung zu meinem kleinen Daunenschlafsack, den ich da habe. Das ist ein Deckenschlafsack. Warum Deckenschlafsack? Da komme ich dann auch irgendwie nochmal drauf. Und da hinten in der Höhle drinnen, das hat sich schon ausgezahlt, dass dieses Gewand da wasserabweisend ist, denn in der Höhle tropft es. Und das wäre für einen Daunenschlafsack natürlich nicht so gut. Die Höhle selber, ja, die ist halt jetzt ziemlich finster, aber immerhin scheint gerade aktuell noch die Sonne herein, dann kann ich euch das zeigen. Es war anscheinend einmal ein bisschen mehr ausgebaut als Biwak und hat ein bisschen das Problem natürlich gehabt, dass da die Feuchtigkeit herinnen für irgendeine Ausstattung eine echte Herausforderung darstellt. Darum hat man es auch wieder lassen. Trotz alledem, für also eine Nacht am Berg ist das ideal. Es zirkt nicht, es regnet nicht ein, wenn ein schlechtes Wetter ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man dann einmal einen Sonnenaufgang im Gebirge genießen will, dann ist das definitiv eine gute Wahl. Vielleicht noch ein Wort zum alpinen Biwakieren. In Österreich ist das eine rechtliche Frage, die landesabhängig ist. Das heißt, das ist in jedem Bundesland anders. Klarerweise in Bundesländern, in denen es erst gar nicht die Möglichkeit eines alpinen Biwaks gibt, wie zum Beispiel halt Wien oder Burgenland, da ist die Geschichte sowieso keine Frage. Aber zum Beispiel ist es in Niederösterreich nicht erlaubt offiziell. Und in Oberösterreich und in der Steiermark, wo ich mich jetzt eben gerade auch im Grenzgebiet zwischen den beiden Bundesländern befinde, da ist es erlaubt. Wenn man jetzt irgendwo die Möglichkeit eines Biwaks, eines geplanten Biwaks in Betracht zieht, dann ist da auch wirklich nichts Schlechtes dran. Was man dann bitte aber unbedingt beachtet, ist, dass man keine Spuren hinterlässt. Gerade im hochalpinen Gelände bitte ganz besonders darauf schauen, dass auch nicht nur ein Papierl zurückbleibt. Weil es ist einfach so, wir sind da jetzt auf 2300 Meter. Man kann sich vorstellen, wie lange das dauert, bis irgendetwas, was auch prinzipiell biologisch abbaubar wäre, dann wirklich biologisch abgebaut wird. Und außerdem, wenn man sich das so anschaut, ja, das heißt nicht umsonst dort das Gebirge, da ist einfach relativ wenig los mit Vegetation, weil halt nur an den günstigsten Standorten überhaupt sich noch eine nennenswerte Menge Boden bilden kann. Und wenn sie dann Nährstoffe eintragt in dieses Gebiet, dann zerstört sie eigentlich diese Landschaft über kurz oder lang. Das ist natürlich bei einem völlig wurscht, aber es hat eben nicht nur der eine. Und deshalb bitte, bitte, bitte lasst nichts zurück bei so einem Biwak. Ich werde natürlich auch selber drauf schauen, ich habe einen Müllsack mit, ich werde alles wieder mitnehmen und
habe mich also wirklich redlich bemüht. Und das möchte jedermann, der das auch machen möchte, sehr ans Herz legen. Also Leave No Trace. Tatsächlich keine Spuren, nichts deutet darauf hin, dass da irgendjemand übernachtet hat und seinen Müll irgendwo hinterlassen hat. Und von daher können wir uns jetzt auf den Weg machen. Und es sind nur wenige Meter, bis wir wieder die Brotfallscharte erreichen. Und es ist da zwar versichert, aber so eine Herausforderung ist es jetzt nicht. Also das ist da gut gangbar. Da hat man eigentlich keine Probleme. Und im Gegensatz zu gestern, wo ich da beim letzten Licht heraufgekommen bin, bis jetzt da so, wo da eine strahlende Aussicht hat auf das, was wir am heutigen Tag begehen, ja? Nämlich die Hochfläche des Toten Gebirges. Und da sieht man, warum das Tote Gebirge Totes Gebirge heißt, weil das ist nämlich ziemlich tot. Übrigens, da steht Groß April 62 in diese Richtung. Das stimmt natürlich. Das heißt aber nicht, dass das da oben geht, sondern ganz im Gegenteil. Das geht da hinüber. Also, bei der Scharte da nicht da wieder absteigen probieren. Ja, wir schauen uns das da oben jetzt mal an. Das hat man extrem hoch motiviert markiert, sowohl in Farbe als auch mit Stammwandeln. Da hat man also auch beim schlechtesten Wetter immer eine gute Chance, dass man zum Glück bekommt, aber wenn ich nicht weiß, was man dort dann anstellen mag. Gehen wollen, kommt davon was Interessantes, nämlich diese Art der Markierung. Das ist nicht ein Pfeil nach links oben, sondern das sagt, da macht es eine Kurve und da geht es weiter. Es ist jetzt natürlich bei Schönwetter super offensichtlich, aber bei Nebel ist das schon eine große Hilfe. Da vorne haben wir einen Wegweiser, Brillschutzhaus, da komme ich her. April, 30 Minuten, da will ich hin und Fleischbanksattel, Weserhütte, ja zum Fleischbanksattel zumindest, da will ich dann später hin, Weserhütte natürlich nicht und für mich geht es da rauf, weiter in Richtung dieser riesigen Stammwandel. Jetzt ist aber der schärfere Anstieg schon ziemlich vorbei. Man sieht also ein Panorama. Ja. Da schon Glück. Die höchsten. Da hat da schon lange dieses Gipfelkreuz verhangen. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Diese 30 Minuten. Schild, das ist jetzt vor 2 Minuten gewesen. Das Gipfelkreuz ist aber wirklich überdimensional riesig. Also das Ding ist 8 Meter hoch und demzufolge täuscht es. Der Berg ist schon noch ein bisschen was weiter weg, als das hier dann anschauen hat. Und was auch noch zusätzlich gemein ist, die Entfernung war ja wirklich nicht mehr so groß. Nur, wir schauen da ins Kühlkar hinter. Da war es der Ausläufer von dem Kar. Sind uns da im Weg. Das heißt, der Berg ist nur durch so einen hufeisenförmig angelegten Grat zu erreichen. Und demzufolge ist der Weg deutlich länger, als es ausschaut. Also da kommt wirklich alles zusammen.
So, das sind die letzten Meter, wo wir es dann hier geschafft haben. Und da sieht man mit dem Gipfelkreuz, was wir auch kompensieren müssen. Und so früh am Morgen. Natürlich der Vorteil um diese Zeit. Da ist wirklich nicht viel los. Ein einziger Mal, dass ich jetzt gefahren bin, dass dann wieder vorher sich mal ein bisschen anfahren. Jetzt mit dem Aufstiegwagen. Aber für mich geht es jetzt weiter da über den Grat wieder zurück und dann zu der Abzweigung zum Fleischbanksammel. Da. Mal jetzt noch mal genießen diesen herrlichen Ausblick am Weg oben. Also das ist schon was Gewaltiges, da kann man nichts sagen. Das hier ist die größte Karstwüste Mitteleuropas. Hier ist das Gebirge wirklich mausetot. Das ist doch praktisch, was da am Fleisch liegt. Kurz nach dem Rotkugelsattel glänzt die Markierung zunächst mit nobler Zurückhaltung. Offensichtlich aus der riesigen Aufblasschwäne. Schade, aber zumindest ein Aufblaseinhorn erhofft.